together in Alamo to fight. Oh, my blood will run over, oh, my young man's blood. The blue sky will grow cloudy, the ravens will fly low, the women will cry, awadi, fit awadi. Holy God can see, Holy God can live, Holy God can understand, Holy God. Much blood will run over, oh, much young man's blood. Oh, much young man's blood. Oh, much young man's Benachrichtig das Kommando. Hey, ist da jemand? Sheriff! Was soll das? Es ist eben erst 6. Wenn der Sheriff um diese Zeit schon auf seinem Posten ist, dann bin ich der Präsident der Vereinigten Staaten. Sagt mir, wo er wohnt. Ich muss ihn sprechen. Und warum so eilig? Das möchte ich euch nicht sagen. Aber es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. Und wenn es noch so wichtig ist, ich würde ihn nicht wecken. Ihr versteht überhaupt keinen Spaß. Geht ins Wirtshaus und wartet auf ihn. Ich werde anfangen zu arbeiten. Vielleicht fällt er durch den Lärm aus dem Bett.
$10. Nein. Eine 10 und 20. Die will ich sehen. Ach, verdammt, es gelingt mir einfach nicht zu bluffen. Bluffen ist eine Kunst, sage ich dir. Man braucht Jahre, um es perfekt zu können. Hey, Whisky. Gibt's was zu essen? Nur Eier. Gut, besser als nichts. Wie viele? Ja, 7 mit Speck und Brot. Johanna, hast du gehört? Ja, ich mach's schon. Das wird die letzte Runde. Man soll nichts übertreiben. Einen Augenblick. Ich will meine Gedanken auffrischen. Hey, Bier! Verdammt nochmal, immer diese blöden Witze, verfluchte Schweinerei. Beruhige dich. Gib mir ein neues Bier. Das ist nun schon das 4. Bierglas. In 3 Tagen. Und ich seit 3 Tagen, du sollst mir ein Bier bringen. Ich bin es gewöhnt, dass man mir das Bier bringt und es nicht wirft. Bier ist eine ernste Sache. Er hat so viel Geld verloren und macht immer noch Witze. Bitte, mein Herr. Danke. Da sind die Eier. So, da bin ich wieder, Jungs. Wir können weitermachen. Wollen wir mit 50 anfangen? Nein, da bin ich nicht dabei. Das ist für mich zu hoch. Für mich auch. Also, wir beide. Die höchste Karte. 10. Ass. Du fängst an. Für mich 2. Ich würde das Tuch vom Tisch nehmen. Was habt ihr hier zu suchen? Ein Ass vielleicht. Hör gut zu, Vagabund. Noch nie hat man Mr. Silver einen Falschspieler genannt und das würde ich auch keinem empfehlen. Du hast 30 Sekunden zum Überlegen, damit du aufstehst und gehst und lass dich hier nie wieder sehen.
Zu deinem Glück hat mir der Arzt verboten, jemand am frühen Morgen umzulegen. Vorwärts! Verschwinde! Hände hoch! Weg vom Tisch! Nimm dein Geld, Junge. Danke. Hände hoch. Du wolltest was von mir? Los, worum handelt es sich? Sheriff, der Mann da spielt falsch. Du bist verrückt. Mr. Silver ist kein Falschspieler, aber er ist ein verdienter Bürger von Stone City. Also, hast du mich in dieser Angelegenheit gesucht? Nein, aber die Osagas sind auf dem Kriegspfad. Die sind immer auf dem Kriegspfad. Die zanken sich mit den Blaurücken. Ins Dorf kommen sie nicht. Und wir lassen sie in Frieden. Nun aber Schluss. Gib mir deine Pistole. Ein Kraut, das... Also, wie ich gesagt habe, der Sezessionskrieg war ein Unglück für mich. Mein Bruder ist gefallen und jetzt bin ich allein. Hier, probier mal. Hm? Altes Familienrezept. Das waren schon immer die besten Rezepte. Mhm. Verdammter Krieg. Ich lebte auf der Ranch zusammen mit meiner Schwester. Ich habe versucht, uns das Militär vom Hals zu halten. Eines Tages musste ich fort und als ich wieder kam, war alles zerstört. Sie hatten die Ranch niedergebrannt. Meine Schwester war tot. Das hier haben sie mir gegeben und das hebe ich gut auf. Der Generalquartiermeister der Vereinigten Staaten wird an Mr. Butt, da bitte, Sie haben mich sogar mit Mister angeredet. Hm. Mr. Butt Massery, eine Entschädigung für die Ranch und für 200 Stück Vieh zahlen. Festgesetzt vom Requirierungskommando. So weiter, so weiter. Un pezzo di carta inutile. E adesso che hai intenzione di fare? Trovare il modo di far soldi. E di farli subito. Voglio ricostruire il mio ranch. Forse io ti posso aiutare. Ti porterò da certi miei amici che hanno molta iniziativa. E pochi scrupoli. Fermi lì dove state. Calmati, Guercio. Sono io, Slim. E quell'altro chi è? Mia zia, cretino. Danke, grüß, Kamerad. Hallo, Alter. Hey, Carson. Wer ist das? Ein Freund, Red. Ich stehe für ihn ein. Komm doch mal näher. Er ist der schnellste Pistolenschütze des Westens. Und woher kommst du? Er hatte eine Farm im Mittelwesten. Die Union hat sie verbrannt. Wir haben einen Grundbesitzer unter uns. Ich bin müde, mein Freund. Kann ich irgendwo schlafen? Wie du willst. Das hast du umsonst.
gibt es eine Menge Vieh. Das werden wir uns holen. Was sagst du dazu? Wenn ich das wiederhaben will, was ich verloren habe, dann müsste ich mindestens seine ganze Herde stehlen. Männer wie du sterben immer im Bett und weinen um ihr Geld auf der Bank. Hör mal gut zu. Mir ist da was eingefallen. Wenn das funktioniert, dann wären wir alle reich. Du wirst sehen. Wir nehmen das Geld nicht. Sie geben es uns. Ah, nein! Halt ihn fest. Nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Nein! Hier, das genügt. Nein! Nein! Er soll aufhören. Wirklich ein Meisterwerk, wenn man bedenkt, nach so vielen Jahren. Wirklich, mir gehört ein großes Friseurgeschäft in Neu-Mexiko. Und warum machst du das nicht mehr? Ah, ich war anderer Meinung als der Kunde. Er meinte den Bart und ich die Gurgel. Hm, womit hast du die angepackt? Oh, das ist doch nicht wichtig. Hauptsache, es hält. Sieh mal. Peinlich, ha? Hm. Na, ich hoffe, dass man uns im Dorf nicht erkennt. Und was ist mit den Uniformen? Die werden wir auch noch finden. Aus dem Norden. Warum fragst du sie nicht? Abteilung, halt! Absitzen. Du bleibst hier. Ich bin der Leutnant, denk dran. Du und du, ihr steht Wache. Gehen wir. Können wir für unsere tapferen Soldaten tun? Wir haben den Auftrag, Geld abzuholen, Direktor. $50.000. Seltsam, wir haben keinen telegrafischen Auftrag. Das ist natürlich, die Leitungen sind zerschnitten. Beeilt euch, wir haben keine Zeit. Bitte, Leutnant. Der Auftrag ist in Ordnung. Aber ohne das Telegramm kann ich nicht auszahlen. Wenn der Auftrag klar ist, müssen Sie auszahlen. Oder wir nehmen es uns. Verantwortung. Zählen Sie. 10.000. 10.000. 15.000. 15.000. 20.000. 20.000. Ach, zum Teufel, so werden wir nie zum Ende kommen. Geht her! Vorwärts, beeil dich! Einen Augenblick, Leutnant! Sie müssen die Quittung unterschreiben. Ich
Niemand darf rein. Befehl vom Leutnant. Ich will wissen, was hier los ist. Lass mich durch! Gut, wenn du willst. Zitta, vecchia maledetta! Finiscila! Sei impazzito! Che hai fatto? L'hai uccisa? E che importa? Andiamo, ai cavalli! Verdammt, sie haben unsere Kleider gestohlen. Verschwinden wir. Reg dich nicht auf, ein paar Indianer haben nach Whisky gesucht. Ob ein paar oder viele, mir reicht das hier. Du wirst erst gehen, wenn wir das Geld geteilt haben. Dir ist wohl die Uniform zu Kopf gestiegen, du kriegst Geld, wann ich es will. Das könnte dir so passen, gemeiner Mörder. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wir teilen sofort das Geld, oder? Meine Bande. Oh. Sehr gut. So wird unser Anteil größer. Vorwärts, gehen wir. Los. Bindet sie los, schnell. Arme Kerle. Vater. So. Die verdammten Indianer. Geh auf die andere Seite. Die verdammten Indianer. So, jetzt haben wir es. Komm, fass mal an. Vorsichtig. So, in den Wagen. Geht schon besser. Wir haben euch gefunden. Das Ganze! Halt! Ruft Sergeant Warwick. Einer von den beiden ist aufgewacht. Da bin ich. Ganz zufällig. Bei euch ist nichts zufällig, Sergeant. Wie geht's, Leutnant? 12 Stunden Schlaf tun Wunder. 12 Stunden? Kapitän Hall will Sie sehen.
Was ist das für ein Benehmen, Leutnant? Was soll das heißen? Stillgestanden. Melden Sie sich. Namen, Vornamen, Regiment, Abteilung. Wo kommt ihr denn her? Was für eine miserable Disziplin ist das? Ja, entschuldigen Sie die mangelhafte Form, aber ich glaube, in Anbetracht der Umstände... Leutnant, beim Militär gibt es keine Umstände, man besiegt sie. Verstanden? Und nun, melden Sie sich, wie es vorgeschrieben ist und wie Sie es gelernt haben. Leutnant John Smith vor Alamo, Kapitän. Und wer ist das? Ja, das ist Soldat Jim Kincaid aus meinem Zug. Wir wollten die Telegrafenlinie nach Alamo reparieren. Die Osagas haben uns angegriffen. Und die anderen? Wurden niedergemacht. Uns hat man bevorzugt behandelt, vielleicht als Warnung für Sie. Sergeant? In Wichita hat man das auch erzählt. Was? Dass die Indianer wieder die Straßen unsicher machen. Vielleicht hätten wir besser daran getan, Sergeant, wenn wir... Sie haben die Entscheidungen, die Ihre Vorgesetzten treffen, nicht zu kritisieren. Zu Befehl. Und Sie, Leutnant, melden sich zum Rapport, wie es vorgeschrieben ist. Und zwar in anständiger Uniform. Vorher habe ich keinen von den beiden gesehen, haben Sie mich verstanden? Sergeant, Sie sind mir für alles verantwortlich und ich werde mich jetzt um die Damen kümmern. Zu Befehl. Komm, Liebling. Ich bin noch nie so schlecht gereist wie in dieser Kutsche. Ich glaube, ihr habt euch wohl die Löcher besonders ausgesucht. Die Löcher besonders ausgesucht? Die Kutsche gehört mir. Warum sollte ich sie kaputt machen? Schweigen Sie. Ich werde es meinem Mann sagen, Oberst Collins. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Das soll mir gleich sein, wie es weitergeht. Redet mit wem ihr wollt. Ausgerechnet, ich muss diese dummen Hände bewachen. Oh. Guten Abend, Mrs. Collins. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit Ihrer Reise. Zufrieden? Dieser Kutscher hat eine Art, mit einem umzugehen, einfach unmöglich. Er nannte mich sogar eine dumme Henne. Am Ende der Reise werde ich bestimmt gegen ihn vorgehen. Darauf können Sie sich verlassen. Auch wenn er ein Zivilist ist. Und ich werde mich bei meinem Mann beschweren. Ich habe noch nie so eine Reise gemacht. Gute Nacht, Kapitän. Weshalb sind Sie denn nicht bei den anderen Frauen? Die Bequemlichkeiten sind für die Offiziersfrauen, nicht für eine Gefangene wie mich. Gefangene? Was heißt das? Ja, Gefangene. Jetzt wissen Sie es. Halten Sie sich lieber von mir fern. Der Kapitän hat es verboten, mit mir zu sprechen. Aber was haben Sie denn gemacht? Sie sind aus Fort Alamo. Sie müssen es wissen. Ja, sicher, aber ich bin noch nicht lange im Dienst. Sie sollten sich nicht um Sie kümmern, Leutnant. Sie steht unter einem schweren Verdacht. Wir bringen Sie nach Fort Alamo zu Ihrem Prozess. Sie hat versucht, einen Soldaten umzubringen. Ja, es ist wahr. Ich wollte ihn töten. Er hat es verdient, das betrunkene Schwein. Ich hoffe, dass Ihre Tochter, wenn Sie eine haben, nie in meine Lage kommen wird. Dann möchte ich Sie sehen. Dann würden Sie alles ganz anders beurteilen. Soldat Kincaid! Soldat Kincaid! Hä? Meinen Sie mich? Sind Sie es oder sind Sie es nicht, Soldat Kincaid? Wer, ich? Man antwortet zu Befehl, Soldat Kincaid. Sicher. Es heißt zu Befehl. Gut, zu Befehl. Sagen Sie, wie laufen Sie eigentlich hier herum? Ich weiß, dass diese Sachen nur geborgt sind, aber ein Soldat darf nie so unordentlich aussehen wie Sie. Und diese Kopfbedeckung ist viel zu groß. Aber ich habe wirklich keinen anderen Hut gefunden. Ein Schmetterling! Soldat Kincaid, sind Sie übergeschnappt, stillgestanden? Zu Befehl! Sie benehmen sich wie ein Verrückter. Aber ich werde Sie schon hinbekommen. Verlassen Sie sich drauf, um gleich anzufangen. Sie werden in Zukunft nur halben Sold erhalten. Was sagen Sie bitte? Das heißt zu Befehl. Wegtreten. Zu Befehl. Bleiben Sie sitzen, Sergeant. Ja, danke. Was ist das hier für ein Konvoi? Kinder, Mütter, eine Gefangene? Ja, wir geben Begleitschutz für die Frauen der Offiziere vom Fort. Die Frau vom Oberst ist auch dabei. Ja, aber es ist gefährlich hier im Indianergebiet, Sergeant. Ah, das kann man wohl sagen. Ganz meiner Meinung. Wenn Sie uns angreifen, dann geht es uns schlecht. Ihr könnt euch denken, dass Kapitän Hall sich nicht um die paar Indianer schert.
Er hat schon mal ein ganzes Bataillon in den Tod geschickt. Ich bin dabei gewesen. Es war das 4. Kavallerieregiment. Fast völlig aufgerieben im Feuer der Artillerie. In knapp 30 Minuten, nur weil er seinen Kopf durchsetzen wollte. Und der Kommandeur hat das zugelassen? Der war ja selbst. Dann hat man ihn zum Kapitän degradiert. Man hoffte, dass er dann weniger anrichten würde. Aber er machte so weiter. Ich werde erst ruhig sein, wenn er einfacher Soldat ist. Wirklich dumm für uns in dieser Situation. Entschuldigen Sie, Leutnant, ich muss schon sagen, dass ich etwas erstaunt bin. Denn zum ersten Mal erlaubt mir ein Offizier, schlecht von einem Vorgesetzten zu sprechen. In einem ähnlichen Fall hat mir das einen Monat Latrinenreinigung eingebracht. Für einen Mann, der demokratisch erzogen ist, ist es selbstverständlich, dass man sagt, was man denkt. Auf welcher Militärakademie waren Sie? Annapolis? Stimmt. Gutes altes Annapolis. Wieso sind Sie Kavallerist? Oh, Tradition in der Familie. Mein Großvater und mein Vater ebenfalls. Aber wir haben genug herumgeredet. Gehen wir schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Geh schlafen, Joe. Ich nehme die Wache. Geh. Danke, Sir. Zitto, tienti pronto. Tagliamo la corda. Bene. Die Kriegsbemalung.
Das ist nicht ein einzelner Indianer. Die Zeichen beweisen es. Die Osagas sind auf dem Kriegspfad. Kapitän, nehmen Sie einen Rat von mir an. Verlassen Sie das Gebiet so schnell wie möglich. Die Indianer greifen nachts nicht an. Brechen wir sofort auf. Das ist Unsinn, Leutnant. Fliehen vor diesen paar Verbrechern, das ist lächerlich. Und weshalb sollten Sie nachts nicht angreifen? Da haben wir es ja. Er wollte Pferde stehlen, nicht kämpfen. Kapitän, lassen Sie uns jetzt gehen. Schweigen Sie! Die militärischen Vorschriften verbieten es uns, nachts zu reisen. Und deshalb fahren wir erst morgen früh. Es tut mir leid, dass Sie hier am Ende fahren und den ganzen Staub schlucken müssen. Das macht mir nichts. Sie sind eine tapfere Frau. Sie ertragen Ihre Lage mit viel Mut. Tja, es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Warum versuchen Sie das nicht öfter? Was denn? Zu lachen. Es klingt so hübsch. Das ist nicht mal so einfach. Ich bin gar nicht so mutig, wie es scheint. Diese Gegend besteht ja nur aus Sand und Steinen. Hier kann man keine Viehzucht betreiben. Bei uns dagegen. Aber das interessiert Sie nicht. Warum sind Sie Soldat? Sie haben recht, wenn Sie das fragen. Sie wissen nicht, wie sehr. Hey, Bud. Leutnant, entschuldigen Sie. Ich habe eine Nachricht vom Kapitän. Also? Das möchte ich Ihnen lieber allein sagen. Ja, bitte. Ich frage dich, Bud, warum verschwinden wir nicht? Beruhige dich, das werden wir auch. Was hältst du von mir? Ich lasse mir nicht den Alamo erschießen. Na, aber aufhängen, ich weiß es. Was? Alles halt! Hey, Leutnant. Sono stato sveglio tutta la notte pensando al nostro colloquio di ieri sera. Ah. E mi è sorto un dubbio. Ich erinnere mich, dass Sie gesagt haben, Sie wären in Annapolis gewesen. Ja, sicher. Wenn das so ist, dann sind Sie der erste Kavallerieoffizier aus Annapolis. Annapolis ist eine Marineakademie. Das kannst du vielleicht dem Kapitän erzählen, aber nicht mir. Vorsicht. Es sind zu viele Leute hier und du kämst nicht fort. Was mir an Größe fehlt, das habe ich im Gehirn. Glaub nicht, dass ich dir was schulde, weil du mir das Leben gerettet hast. Das habe ich auch schon oft getan. Du bist ein seltsamer Kerl. Ich hätte gern etwas mehr über dich erfahren. Zum Beispiel, wer du bist. Und wie bist du zu der Uniform gekommen? Du und der junge Affe in Unterhosen. Und warum hast du nicht heute Nacht die Verwirrung ausgenutzt und hast dir ein Pferd genommen und bist verschwunden? Und warum sollte ich das? Ich habe nichts, was ich verbergen müsste. Erzähl mir nichts. Das ist zwecklos. Mach mir nichts vor, mein Junge. Wenn du wirklich nichts zu verbergen hast, warum greifst du dann sofort zur Pistole? Und wenn du willst... Thank you.
Sie kommen aus der Garnison von Frau Appleby. Waren Sie auf Patrouille? Beantworten Sie meine Frage. Wart ihr auf Patrouille? Ja, wir waren auf Patrouille. Sagen Sie Leutnant zu mir. Oder haben Sie die Dienstvorschrift vergessen? Nein, Leutnant. Er kam mit seinem Zug aus Frau Appleby. Er scheint der einzig Überlebende zu sein. Und wie heißen Sie? Carson. Soldat Carson. Und vergessen Sie das Leutnant nicht. Soldat Carson, Leutnant. Lass mal sehen, was in der Satteltasche ist. Leutnant! Leutnant, sehen Sie sich das mal hier an. Ist das vielleicht der Sold für das Fort? Lass mal sehen. Zu Befehl. Antworten Sie mir, Soldat. Was sollte mit dem Geld geschehen? Ich weiß es doch nicht. Der Sergeant da... Wo ist die andere Tasche? Schon wieder hier. Und diese Kopfbedeckung. Wollt ihr sie nun endlich tragen, wie es sich gehört? Sie sind der Schandfleck der Armee. Sie haben gesagt, andere. Andere was? Andere? Andere? Wer sagte andere? Ich sagte andere? Leutnant, sagte ich andere? Ich habe nicht zugehört. Willst du mit dem Theater nicht endlich aufhören? Sergeant Warwick! Wieso sprechen Sie in Anwesenheit von zwei Offizieren? Es ist wohl die Luft, die Ihnen hier nicht bekommt. Was hat er sich alles genommen? Eine feine Beute, finde ich. Und die andere Tasche war ebenso voll? Keine Ahnung. Die haben ja nun die Indianer. Vielleicht haben die sie weggeworfen. Sie kennen nur Gold- und Silberdollar, keine Banknoten. Nach dem Reglement sind Sie der Zweite im Kommando. Sie müssen das Geld aufbewahren. Und deshalb ist Ihnen was, Sergeant. Oh, gar nichts, Kapitän, gar nichts. Das ist das Protokoll für meine Entlastung. Unterschreiben Sie. Gestatten Sie, Sergeant. Besser einen anderen Weg zu nehmen. Warum? Diese Stätte ist in Osagas heilig. Es gibt noch eine andere Straße. Welche Straße genommen wird, bestimme ich. Aber Sie kennen die Gegend nicht. Aber ich kenne die Vorschriften. Räumt die Knochen weg und macht die Straße frei. Jetzt passieren und erwarten uns am Ausgang des Tales. Was wir tun, bedeutet für Sie eine Entweihung. Und ich ändere meine Pläne nicht wegen dieses dummen Aberglaubens. Verlasst euch darauf. Räumt die Straßen und beeilt euch ein bisschen. Haben Sie mit glühenden Pfeilen geblendet.
Das ist der Brauch bei den Osagas. Sergeant, lassen Sie die Männer begraben. Und sagen Sie den Frauen nichts davon. Du wartest hier. Wir verbringen die Nacht hier. Die Höhlen sind leer. Aber ich rate Ihnen, bleiben Sie in der Kutsche. Es ist viel sicherer. Die ganze Nacht soll ich da sitzen? Ich denke gar nicht dran. Aber... Man bereite mir mein Bett wie immer. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich nach den Befehlen rechten wie die anderen. Von Ihnen lasse ich mir nichts befehlen. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Leutnant, Mrs. Collins schläft, wo sie will. In Ordnung. Aber wenn ihr etwas zustößt, darf sie sich nicht beklagen. Leutnant, wie fühlt man sich mit so vielen Banknoten in der Tasche? Wollt ihr sie haben? Ah, nichts für ungut. Wenn ich die andere Satteltasche finde, die die Indianer haben, dann bekommt ihr sie auch. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Sagen wir, weil ich gern klar sehe. Warum bist du nicht geflohen, als du die Gelegenheit dazu hattest? Hast du die Männer an den Kreuzen gesehen? Kannst du dir vorstellen, was die Indianer mit den Frauen und Kindern machen? Wenn mich nicht alles täuscht, bist du ein Bandit mit einem Gewissen. Schrecklich. Vertrauen gegen Vertrauen. Warum hast du mich nicht beim Kapitän angezeigt? Warum ich dich nicht anzeige, das werde ich dir ganz genau erklären. Du bist der Einzige in diesem Haufen hier, der die Gegend kennt und die Gewohnheiten der Indianer. Na und? Du bist der Einzige, der uns nach Fort Alamo bringen kann. Glaubst du, ich will mich dort erschießen lassen? Aufhängen. Nur Soldaten erschießt man. Ja, das war's. Eins will ich dir noch sagen. Wenn ich am Ende einer langen Reise ankomme, dann trinke ich mir einen Riesenrausch an und dabei vergesse ich so viele Dinge. Ich werde mich daran erinnern. Aber erst am Ende der Reise, daran musst du auch denken. Das werde ich tun. Stai in gamba, amico. Pensiamo a salvare la pellaccia. Questo per ricordarti che quella borsa è in parte mia. Provaci di nuovo e ti ammazzo. Tira giù le mani. Metti via quella pistola. Ricordati che siamo soldati. Carson, che succede? Che fai con quella pistola? Questo imbecille poteva ammazzarmi, ma ha tirato un coltello. Devi dire signore quando parli con un ufficiale. Sì, signore. Ma vi ripeto che questo imbecille... Ti chiama soldato Kincaid. Tu hai bisogno di una lezione. Starai di guardia ai cavalli stanotte. Io? Qualche obiezione? E voi altri tornate ai vostri posti. No. Tu però non sei un buon soldato. Il capitano Hull, quello sì che è un uomo. Lo avrebbe messo a mezza paga. Smettila anche tu. Metti via quel dannato coltello e fa meno lo spiritoso.
Salve, Janet. Buonasera, tenente. Se fossi in voi, mi terrei alla larga da qui. La mia compagnia può soltanto danneggiarvi. E il capitano Hull... Non ho bisogno del suo permesso per scegliermi gli amici. Beh, non hai sonno tu? Sono di guardia, signore. Signore, si dice solamente agli ufficiali. Vattene a dormire, idiota, i cavalli sono ben guardati. E dammi quel fucile. Wo ist die Pferdewache? Den Kerl habe ich weggeschickt. Er wurde nicht gebraucht. Die Pferde kann ich allein bewachen. Ich wollte Carson im Auge behalten. Er ist gefährlich. Ja, das habe ich begriffen. Klein von Statur, groß von Verstand. Das stimmt. Und ich möchte nicht gern unzuverlässige Leute hier haben. Und ich will sicher sein, dass sich niemand an die Pferde heranmacht. Fesselt diesen Mann. Er wollte das Geld stehlen. Zwei Männer, hierher. Los, 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 Jungs, geht schlafen. Schnell, los. Die Vorstellung ist aus. Na los, geht schlafen, schnell. Danke. Danke, Leutnant. Kein Grund. Heute Nacht bleibst du hier. Hier kannst du keinen Unfug machen. Was geht hier vor? Kapitän, er hat versucht, die Tasche mit dem Geld zu stehlen. Von Tag zu Tag wird es schlimmer. Was für eine Art Soldaten haben wir hier an der Front? Ich muss ihn erschießen lassen. Ladet die Munition auf. Beeilt euch, Kinder, los. Dank meiner Fürsorge ist alles gut gegangen. Also los, los, beeilt euch. Ja, nun macht schon. Los, Beeilung. Sergeant, zu Befehl. Was soll diese Konfusion?
Die Straße ist frei, wir können aufbrechen. Nicht bevor Sie mir erklärt haben, was das hier alles sein soll. Ich habe die Vorräte verteilen lassen. Etwas auf jeden Wagen. Sie mischen die Fracht? Munition und Lebensmittel, Liköre und Kleider? Sicher, wenn ein Wagen verloren geht. Sie sind verrückt, Leutnant. Wir verlieren keinen Wagen. Das sind Dinge, die überhaupt nicht in Frage kommen. Kapitän. Die Befehle hier erteile ich. Bringen Sie die Frachten wieder zurück. Bringt alles wieder zurück. Halber Sold, was? Da haben wir es. Sie erwarten uns am Ende des Tales. Wir müssen uns auf die Insel im Fluss zurückziehen. Alle mir nach im Galoppschluss! Wenn uns die Indianer einholen, dann gnade uns Gott. Wenn sie uns angegriffen hätten, wären wir jetzt schon längst alle tot. Aber vielleicht halten sie uns für unrein, weil wir ihren Opferplatz entweiht haben. Ich glaube, so ist es. Was meinst du? Ich glaube, du hast recht. Leutnant. Entschuldigen Sie. Gibt es noch eine Hoffnung für uns? Sagen Sie die Wahrheit. Nein, Mrs. Collins. Ich war im Unrecht, als ich meine Männer auf dich losgelassen habe. Wir müssen uns verständigen. Du bist zu schade für diese Idioten. Warum nehmen wir nicht das Geld und verschwinden? Worauf warten wir noch? Denk daran, woher dieses Geld kommt. Wer hat deine Ranch verbrannt? Dieses Geld gehört uns, Bud.
Wir haben unseren Kopf riskiert. Du hast alles organisiert. Sergeant! Sergeant! Hier bin ich, Leutnant. Nehmen Sie diesen Mann wieder fest. Hey, du. Komm mit. Wie machen Sie das? Immer zur Stelle. Janet, du hast alles gehört. Aber ich hätte es dir lieber selbst gesagt. Doch vielleicht ist es besser so. Wir tragen beide eine Schuld. Das verbindet uns. Das ist der Kriegstanz. Morgen greifen sie an. Jungs, das ist eine Falle der Indianer, um uns herauszulocken. Ihr, kannst du nicht hören, du Dummkopf? Ah! Lass das Amtegeld schwimmen! Wenn es noch einer versucht, der wird von mir erschossen. Kapitän, einer muss vor Alamo erreichen, bevor die Indianer angreifen. Und der Einzige, dem die Gegend bekannt ist, ist Leutnant Smith. Wir verteidigen uns bis zum letzten Mann. Niemand verlässt die Insel. Und wenn jemand versucht zu fliehen, lasse ich ihn erschießen. Das ist ein Befehl. Janet. Ich werde versuchen, nach Fort Alamo durchzukommen. Hast du Vertrauen zu mir? Ja, Bud. Ich komme wieder, Janet. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe jetzt, der Augenblick. Shh, sprich leise. Die Wachen haben Schießbefehl. Wiedersehen, Slim. Ich vertraue dir Janet an. Und hilf dem Sergeant. Er ist ein braver Mann. Nimm du das Geld. Du musst mich vertreten. Thank you.
alles tun muss. Chissà se ce l'ha fatta. Comunque vada, gli indiani ormai sanno che cerchiamo rinforzi. Beh, è finito. Prendi, Carso. Vendicami, Bud.
hoffe nur, dass das Gewehr geladen ist. Carson, denn sonst entkommst du mir nicht mehr. Ci sono dei cavalli sbandati e io torno indietro per consegnare i soldi. Nessuno penserà più a voi due. Tanti sono morti inutilmente oggi. Addio, amico. Anche se adesso non avrai più i soldi per ricostruire la tua fattoria. La ricostruiremo invece. I soldi li abbiamo. E sono soldi puliti ora.